Bayern. Und zwar durch Joshua Kimmich, der aus so 20 Metern den Ball sich schön von rechts nach links legt und dann wirklich außerhalb des Strafraums ihn wunderbar trifft. Der ist für Lloris in meinen Augen nicht zu halten. Das ist der Ausgleich. Weißt du, was ist jetzt genau das? Foul aufmachen und leisten. Ne? So, das ist genau, jetzt genau das ist das, was wir eben besprochen haben. Weil nicht das 3:0, sondern das 1:1 oder vielleicht oder das 2:1. Und das sind die entscheidenden Dinger. Und wenn er das Maul aufmacht und liefert, kannst du nichts mehr sagen. Es ist nach wie vor, wenn wir das kurz vor der Pause mal zusammen. Ja! Das Ganze erzielt durch Robert Lewandowski in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit. Kuddelmuddel an der Strafraumkante und dann aus 17 Metern ganz schnell gedreht, abgezogen, rein ins Eck und dementsprechend wirklich Top-Tor. Die letzte Instanz, also am Ende der letzten Saison, mal auf den Sattel gegangen und hat gesagt, wir müssen jetzt mal auch ein bisschen was ändern. Aber was man Serge Gnabry wirklich sagen muss, läuft parallel zur Strafraumkante, 10, 12 Meter durch den Strafraum, nimmt ein, zwei Gegenspieler noch mit und schließt dann ab mit einem Sackenschuss ins rechte Eck. Also das war schon nicht klasse gemacht. Ja. Jetzt kommt. Verlust, 30 Meter vor dem Tor, dann super Zuspiel auf die linke Seite, auf Gnabry und der spielt ganz ins lange Eck. Also wirklich auch die Präzision bei allen Bayern-Toren ist insofern eklatant gut. Ja, wir sind wieder zurück, Sie hören den Jubel. Das war die Entscheidung auf jeden Fall, Hadi, ne? Ja. Schöner Konter der Bayern. Schöner Konter der Bayern und das ist die endgültige Entscheidung, denn die Bayern führen mittlerweile 5:2. Und vielleicht noch mal für die Kneipe, weil das ja gerade so viel in den letzten Sekunden waren, weil hier sind die wirklich ausgeflippt. Also so klang das, wenn wir sagen, Tor für die Bayern. Und dann Leute, großartig der Pass, also ein Pass von Thiago. Probier mal. Bis hinten heißt es hier, ne? Aus der eigenen Hälfte. Über 50 Meter, ein überragendes Ding. Als Assist. Ja, also ist noch mal ein bisschen, also Thiago hat die Hälfte des Tores da definitiv. Und man, erst von links übers Zentrum und dann nach rechts, wo Lewandowski freisteht und der vollendet wieder sehenswert. Coutinho mit dem Pass rüber auch rechts. Es ist rundum einfach eine Gala-Vorstellung, die die Bayern zeigen. Tor von Serge Gnabry.